Der Muslim verpflichtet zu heiraten? Nein, der ist nicht verpflichtet zu heiraten. Aber manchmal ist Heirat Pflicht, manchmal ist Heirat empfohlen, manchmal ist die Heirat, sage ich jetzt, erlaubt. Ursprünglich Heirat ist erlaubt. Und das wird empfohlen, wenn man natürlich die Religion vervollständigen will und wenn man Allah fürchten will, damit man nicht in Fitna fällt. Und wenn man, sage ich jetzt, so Schlimmes, sage ich jetzt, Gefühle hat und so weiter, dann sollte man heiraten, nicht, dass man in Fitna rutscht, möge Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das heißt nicht, dass man Notheirat macht. Ich meine, angenommen, eine Schwester will einen guten Moslem heiraten und die findet nicht. Das heißt nicht, dass sie irgendjemanden dann nimmt und sagt, ja, ich habe nicht gefunden, dann nehme ich irgendjemanden. Oder ein Bruder sucht eine gute Schwester, findet nicht, dann nimmt er irgendeine. Das ist auch falsch. Das ist Heirat, das ist Leben und da muss man richtig suchen. Und es gibt bestimmte Grundlagen, da sollte man, und bestimmte Bedingungen, da sollte man niemals diese Bedingungen aufgeben. Sollte man festbleiben, sollte man wissen, Barakallahu fik, und Heirat ist eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Gabe. Ni'ma. Das ist genau, wenn jemand immer reich werden möchte. Und diese Person bleibt arm. Und es gibt eine Person, die sagt, ich will nicht reich werden, aber Allah gibt ihm. Und das ist die Sache. Jemand will heiraten, findet nicht. Und jemand will nicht, dann kommen zu viele Angebote für diese Person. Das ist Ni'ma. Deshalb, man sollte auf Allah vertrauen, man sollte bestimmte Bedingungen halten. Und natürlich, das ist besser für einen Muslim zu heiraten, damit er nicht in die Fitna rutscht. Aber eine bedachte Heirat, eine sinnvolle Heirat und nicht nur nach Begierden oder nur nach, sage ich jetzt, Trend. Ich meine, es gibt Trend bei den Brüdern. Jeder will eine Frau mit Niqab, mit Gesichtsbedeckung. Und bei Schwestern, die wollen einen coolen Bruder.